Sind das die letzten Tottenham-Tore von Harry Kane? Im Benefizmatch gegen Schachtar Donetsk trifft der heftig von den Bayern umworbene Superstar ganze 4 Mal. Erst per Elfmeter, danach per Hattrick innerhalb von 29 Minuten. Kane soll den Tottenham-Verantwortlichen bereits mitgeteilt haben, dass er spätestens bis zum Saisonstart am 13. August Klarheit über seine Zukunft haben möchte. Die Bayern sind sich mit dem 30-Jährigen längst über den Transfer einig. Tottenham-Boss Daniel Levy stellt sich aber noch immer quer, obwohl das Bayern-Angebot bereits 100 Millionen Euro überschreitet. Der größte Transferkrimi des Sommers geht also weiter.